Nochmal. Okay. Nochmal, ja. Okay. Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Vlog. Wir sind heute hier in Berge, in Welletal. Und wir wollen heute ein bisschen wandern. Hier, ich sag mal jetzt die Route B4, mal schauen. Hier gibt es so ein paar Wanderwege. Wanderwege. Und ja. Ich lasse mich mal überraschen. Ich sag mal, wir folgen erstmal B4. Ja, dann mal schauen, was wir hier sehen. Und dann bis gleich. Tududu. Wir laufen jetzt doch nicht B4. Wir laufen einfach querfeldein. B4 wäre nämlich da hinten irgendwo. Und dann kam meine Frau auf die Idee: Komm, lass uns einen eigenen Weg machen. Jetzt gehen wir gerade hier durch so Bauernfelder, wo ich eigentlich denke, dass der Weg abgesperrt ist. Weil unten war nämlich Absperrband gewesen und da oben werdet ihr gleich sehen, auch eins. Aber schöne Aussicht von hier oben. Ich mache mal eine andere Perspektive rein. Bis gleich. Wir waren jetzt so durch das kleine Dorf Olpe gelaufen. Wir waren vorher da oben lang gegangen, ist da hinten runter bis zum Steinbruch. Und jetzt gehen wir den Weg, das sind noch 3 Kilometer, zum Auto hin. Ja. Ja, dann sind wir da. Wieder zurück. Das waren dann, ich denke mal, 7 Kilometer. Okay, 6 bis 7 her. Ja, irgendwie so dazwischen. Wie gesagt, wir sind keinen richtigen Wanderweg gegangen. Deswegen können wir nicht genau sagen, wie viele Kilometer das waren. Wir sind mal den Weg reingegangen, dann den Weg reingegangen. Und jetzt wollte meine Frau da hochgehen zu das Weiße Kreuz. Und das ist auch der Weg nach Berge, also zu unserem Auto zurück. Und ja. Dann bis gleich.
Wir sind hier oben in Olpe am Kreuz oben angekommen. Wir sind hier oben. Als ob wird gemobbelt, egal. Wir bauen hier gerade auf unser Fotosession für meine Frau, weil sie hat auf TikTok 50.000 Follower und jetzt möchte sie dafür ein Video machen für die 50.000 Follower mit das Kreuz, mit da hier unten die Batak-Urlosse. Ja. Und dann gehen wir gleich wieder zurück. Hier steht übrigens noch der Weg. Der Wanderweg nach Berge. Also, hai semuanya. Terima kasih yang sudah mensupport kita. Sehingga kita sekarang sudah memiliki 50.000 followers. Ya, 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 ya. Olo, 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 olo. Tuh, dua, tiga. Horas ya? Oh, dua, tiga. Horas! Rex, baby. Rex. Satu, dua, tiga. Horas! Terima kasih semuanya untuk orang-orang yang sudah support kita sehingga kita saat ini sudah memiliki 50.000 followers di TikTok. Terima kasih! Terima kasih semuanya! Terima kasih. Semoga kita tetap bisa menjadi berkat untuk banyak orang, ya? Ya. Bye-bye semuanya! Dadah! Nochmal, nochmal. Oke. Nochmal ya. Satu, dua, tiga. Horas! Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mendukung akun TikTok kita sehingga kita sekarang sudah memiliki 50.000 followers. Terima kasih semuanya. Semoga dengan bertambahnya banyaknya akun baby. Wir sind auf dem Weg zum Auto und dann gehen wir einkaufen und das war dann unser kleiner schöner Wanderweg. Was sind das da oben auf dem Baum? Ach, ein Fischschreier. Hab mich schon gewundert, so groß. Ja. Auf jeden Fall sind wir gleich am Auto. Da hinten steht er. Und dann gehen wir einkaufen, wie gesagt. Jo. Damit ist also das Video auch vorbei. Es ist wahrscheinlich nicht ganz so lang geworden, oder? Vielleicht 10 Minuten. Naja, egal. Der Wanderweg, den wir uns selbst ausgedacht haben, war nicht ganz so besonders, oder? Ah, doch, schön. Ja, Aussicht war super schön. Hm. Aber ich meine, vom Gehen her. Nee. Treckerspuren, Matsch, überwiegend nur durch Schlamm gelaufen. Aber was soll's. Aber sehr schöne Aussicht. Sehr schöne Aussicht. Durch den Wald auch zweimal gelaufen. War auch sehr schön gewesen. Nice die Lights. Nice die Guys. Nice die Guys. Ja, naja, egal. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.